Salut, c'est Clara. Et aujourd'hui, on va apprendre comment se rencontrer en français. Tout d'abord, quelques petites choses que tu devrais savoir avant de commencer. Tu devrais déjà savoir comment dire le temps en français. Ça va t'aider à fixer un rendez-vous. De plus, tu devrais savoir comment dire les endroits pour pouvoir donner un endroit de rencontre. In diesem Video wirst du anhand von zwei kleinen Szenen lernen, wie man sich auf Französisch verabredet. Du wirst dabei lernen, wie man einen Treffpunkt ausmacht oder eine Uhrzeit. In der ersten Szene telefonieren Emilie und Julie. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment se rencontrer en français à l'aide de deux petites scènes. Dans la première scène, il y a Emilie et Julie qui parlent au téléphone. C'est Emilie qui appelle Julie. Le téléphone sonne chez Julie. Allô? Hallo, c'est Emilie. Die beiden begrüßen sich auf die herkömmliche Weise im Französischen. Im Französischen wird am Telefon immer als allererstes Hallo gesagt. Anschließend wird nach dem Befinden gefragt. Salut Emilie, comment ça va? Je vais super, merci, et toi? Oh, moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Julie fragt nach dem Grund des Anrufs. C'est mon anniversaire samedi et je veux t'inviter. Est-ce que tu es libre ce samedi? Emilie erzählt, dass Samstag ihr Geburtstag ist und fragt Julie, ob sie Samstag Zeit hat. Oh, c'est super, bien sûr, je veux venir. C'est à quelle heure? Julie fragt, um wie viel Uhr am Samstag das Treffen ist. On se rencontre à 6 heures au centre-ville. Emilie antwortet, dass sie sich um 6 im Stadtzentrum treffen werden. Parfait, et qu'est-ce qu'on fait? Julie passt das gut und sie fragt, was sie im Stadtzentrum machen werden. On va au cinéma. Emilie sagt, dass sie ins Kino gehen werden. Nachdem also die Zeit, 6 Uhr, bestimmt wird, muss noch festgestellt werden, was sie tun. Sie gehen ins Kino. Oh, c'est magnifique. Alors, samedi à 6 heures devant le cinéma? Julie möchte nun noch einmal alles zusammenfassen, damit man sich nicht verpasst. Also Samstag. Um 6 Uhr, vom Kino? Exactement. Emilie bestätigt, was Julie gerade gesagt hat. Bon, il faut que je finisse mes devoirs pour demain. À samedi? À samedi, salut. Julie sagt, dass sie jetzt noch ihre Hausaufgaben für morgen fertig machen muss und verabschiedet sich. Emilie verabschiedet sich ebenfalls und sie sagen sich bis Samstag. Dans la deuxième scène, Luc et François se parlent après leur cours dans la cour de l'école. In der zweiten Szene unterhalten sich Luc und François nach der Schule auf dem Schulhof. Hey François, est-ce que c'est temps de venir jouer au foot avec moi et Maxime après l'école demain? Luc fragt François, ob nicht Lust hätte, mit Maxime und ihm morgen nach der Schule Fußball zu spielen. Oh mince, j'ai vraiment envie, mais je ne peux pas. Demain, il faut que j'aille chez le médecin. François hat wirklich Lust, aber leider muss er morgen nach der Schule zum Arzt. Et aujourd'hui? Luc fragt, was mit heute ist. Aujourd'hui, je suis libre. On se rencontre à 5 heures devant l'école. Il faut que j'aille manger chez nous avant. François sagt, dass er heute Zeit hat und dass er ihn um 5 Uhr vor der Schule treffen könnte. Er muss allerdings vorher noch nach Hause zum Essen. Oh oui, c'est une bonne idée. Je vais appeler Jean et André pour leur demander s'ils ont envie de jouer avec nous. Luc sagt, dass es eine super Idee ist und dass der André und Jean anrufen wird, um zu fragen, ob sie mit ihnen spielen möchten. Eh bien, on se voit plus tard. J'amène mon ballon. François sagt, dass sie sich später sehen werden und dass er seinen Ball mitbringen wird. Cool, à plus tard. Cool, bis später, sagt Luc. J'espère que tu as compris les deux scènes. Maintenant, tu devrais savoir comment fixer une heure et un lieu de rencontre à un rendez-vous. Et tu devrais avoir moins de difficultés en parlant au téléphone. Ich hoffe, du hast alles verstanden, was in den beiden Szenen passiert ist. Du solltest nun Uhrzeit und Treffpunkt für ein Treffen festlegen können. Und ich hoffe auch, dass es dir geholfen hat, dein nächstes Telefongespräch auf Französisch einfacher zu führen. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.